Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören uns in den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 21. Juli. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de mit Themen, die sich rein auf Europa beschränken. Diesmal vor übrigens der EZB-Sitzung, die heute Nachmittag ihre Entscheidung präsentiert und um 14.30 Uhr in die Pressekonferenz geht. Wir kümmern uns um den DAX, den Eurostoxx 50 und die gestern kräftig gestiegene VW-Aktie. Wir starten mit dem DAX, der nicht nur durch VW und auch gute Zahlen bei SAP getrieben wurde, sondern auch von der Tatsache, dass er gleich im Bereich der 200-Tage-Linie startete, die er ja am Dienstag eigentlich erstmal ordentlich unterschritten hatte. Da war das drei Tage lange Ringen erst einmal nach hinten losgegangen, die 200-Tage-Linie schon relativ fern, aber dann verlegte man sich auf denselben Kniff wie schon vergangenen Donnerstag. Wenn es so nicht klappt, dann probiert man es einfach mal mit vollendeten Tatsachen, indem man gleich zum Handelsstart mit einer Kurslücke nach oben aufwartet, die mit 10.050 Punkten unmittelbar nahe an der 200-Tage-Linie war. Was wir auch sehen ist, um ein Haar wäre es schiefgegangen. Hier, gleich direkt nach dem Handelsstart mit diesem kräftigen Plus nach oben, ging es erstmal wieder runter. Diese Lücke wurde abverkauft, aber auch dadurch geschlossen. Denn genau hier, wo diese Kurslücke eben geschlossen wäre, da gilt ja als Lücke der erste Kurs, also hier oben knapp über 10.050 Punkten, da drehte der DAX wieder nach oben und wurde dann im weiteren Handelsverlauf ab hier auch von den guten Zahlen von VW mit nach oben getragen, auch wenn VW nicht so schwer gewichtet ist, dass es entscheidende Punkte macht, die Stimmung machte es. Aber wir sehen auch, dass das Anfang der Woche markierte Zwischenhoch hier im Bereich von 10.160 Punkten erst erreicht, knapp erreicht wurde, aber noch nicht überboten. Und das ist ein Aspekt, den man nicht ignorieren sollte, denn wir sehen hier, dass dieser Ausflug des DAX unter die 200-Tage-Linie damit ausgekontert wurde. Erstmals seit dem 23. Juni und damit dem Tag vor dem Ergebnis des Referendums in Großbritannien hat der DAX über der 200-Tage-Linie geschlossen, was er allerdings in den vergangenen Monaten schon mehrmals geschafft hat, ohne dass er sich lange darüber hätte halten können. Aber davon mal abgesehen, die Widerstandszone 10.123, 10.164 ist damit noch nicht bezwungen und es ist eben eine überkaufte Situation seitens der Markttechnik und offen, was macht die EZB? Eigentlich müsste man ja sagen, naja, warum soll sie denn was machen? Sie hat doch schon so viel auf die Schiene geschoben, geholfen hat sowieso nichts. Was sollte man da mit weiteren Maßnahmen kommen? Aber einige Marktteilnehmer scheinen darüber zu spekulieren, dass da doch was kommt als symbolische Aktion, um klarzumachen, wir stehen Gewehr bei Fuß und werden jederzeit handeln und tun das auch aggressiv, vorbereitend, also schon bevor irgendwas anbrennt, als Reaktion auf das Referendum in Großbritannien. Um zu sagen, die EU steht wie eine Eins und wir werden dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Das will ich nicht ausschließen. Die Frage ist, ob man das dann als wirklich grandiose Idee ansieht oder nicht. Solche EZB-Sitzungen sind immer so eine Sache. Da kann es ganz gewaltig, vor allem ab 14.30 Uhr, wenn es um nicht unmittelbar mit dem Leitzinsen zusammenhängende Maßnahmen geht und die Pressekonferenz beginnt, da kann es ganz gewaltig zur Sache gehen. Da kann auch so ein DAX mal 200 Punkte rauf oder runter schießen, ohne dass er diese Richtung dann beibehalten müsste. So gesehen ist Vorsicht weiterhin angebracht. Und erst, es bleibt dabei, wenn der DAX über 10.200 Punkten schließt, dann hätte er diese entscheidende Widerstandszone wirklich glaubwürdig genug nach oben durchbrochen, als dass man dann Zukäufe erwägen könnte. Bestehende Long-Positionen bleiben natürlich haltenswert, allerdings auch mit einem konsequent engen Stop-Loss knapp unter dem Tagestief des Dienstags bei 9.900 Punkten. Ein Switch auf Short allerdings wäre es dann opportun, wenn wir hier durch diese grün markierte und die 20-Tage-Linie beherbergende Zone rutschen würden, was mit Schlusskursen unter 9.700 der Fall wäre. Ein weiterer Punkt, den man bedenken muss, ist der Eurostoxx 50. Die knapp die Hälfte der Aktien des DAX sind auch dort notiert, unter anderem auch VW und SAP. Die haben geholfen, den Eurostoxx 50 nach oben zu tragen, aber im Gegensatz zum DAX hat der die Handelsspanne der vergangenen Tage dadurch nicht nach oben verlassen können und damit immer noch wichtige Widerstände vor der Brust, nämlich die Zwischentiefs vom August und September bei 273, 288 und die mittlerweile auf 3020 Punkte nach oben gelaufene obere Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals, der nicht unbedingt ein Aufwärtstrendkanal sein oder bleiben muss. Denn sollte er nach unten verlassen, wäre das nichts anderes als eine trendbestätigende
aufregende, konsolidierende Flagge und ein negatives Signal. Hier sollte man also unbedingt abwarten, was die EZB macht, was der Eurostoxx 50 macht und dann erst aktiv werden, wenn hier dieser Kanal verlassen wurde. Entweder nach oben, was dann erstmal den Weg ein bisschen freischaufeln würde, zumindest mal Richtung 200-Tage-Linie bei 3000 und gut 80 Punkten. Das heißt, Schlusskurse über 3020 wären eine Möglichkeit auf der Long-Seite, aber auch die Short-Alternative sollte man nicht aus dem Auge lassen. Wenn die untere Begrenzung des Trendkanals, die momentan bei 2840 Punkten knapp unter diesen Zwischentiefs hier vom April und Januar verläuft, unterschritten würde, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit in Richtung 2673 und damit dem bisherigen Jahrestief, das ja gerade erst Ende Juni getestet wurde, eine Short-Position zu etablieren. Und jetzt zu einem der Stimmungsmacher des gestrigen Tages, nämlich der VW-Aktie. Ein Plus von 7 Euro oder 6,0%, das ist nicht schlecht, aber das ist eben auch noch nicht entscheidend. Hier gibt es nach wie vor ein einerseits, andererseits. Das kann der erste Schritt in Richtung eines großen Aufwärtsimpulses werden, das muss er aber nicht sein. Nehmen wir mal die positiven und negativen Dinge getrennt. Positiv ist zum einen, dass dieser Aufwärtsimpuls darauf basierte, dass der VW-Konzern im Verlauf des gestrigen Vormittags die vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2016 auf den Tisch legte und diese Zahlen, wenn man nur das operative Geschäft ansieht, besser waren als das erste Halbjahr 2015. Natürlich, wenn man die Zahlen als Bilanz als solche sieht, also auch die Risikovorsorge quasi, die Sondereinflüsse mit einrechnet, ja dann war natürlich da ein kräftiges Minus zu verzeichnen gegenüber dem Vergleichszeitraum. Aber das liegt eben daran, dass immer noch in Milliardenhöhe Geld auf die Seite gepackt werden muss wegen des sogenannten Dieselgate. Und das ist allerdings auf der anderen Seite so eine Sache. Die Sache, irgendwann hört es ja mal auf mit den Zahlungen. Klar, es kommen immer wieder Nachrichten, dass dieser oder jener auch noch VW verklagt. Aber die außergerichtliche Einigung mit den US-Behörden war schon mal ein ganz entscheidender Schritt, um klarzumachen, die Sache ist endlich und wir legen genug Geld auf die Seite, damit das Thema vom Tisch kommt. So betrachtet ist es durchaus richtig, wenn man sich vor allem das operative Ergebnis anschaut. Und wenn das gut war, ist es auch ein positiver Schritt, der andeutet, dass, nachdem das erste Quartal für sich genommen nicht besonders gut war, die Kunden möglicherweise VW die Sache mittlerweile nachsehen, sprich die Sache vom Tisch haben und sagen, okay, trotzdem kann man diese Fahrzeuge kaufen. Das wäre natürlich positiv, aber auf der anderen Seite ist eben dieses Zahlenwerk sehr grob gewesen, vorläufig und da kann immer noch in den Details, die noch kommen werden, das eine oder andere Haar in der Suppe schwimmen, das eine solche Reaktion von plus 6% relativieren könnte. Positiv ist auch, dass dieser Aufwärtsimpuls an der Kreuzunterstützung aus 20- und 200-Tage-Linie hier in Schwarz und Blau eingezeichnet stattfand, die vorher tagelang hart umkämpft wurde. Man hat sie überwunden wieder, konnte aber dann nicht davon nach oben ab sich absetzen und das ist jetzt erstmal gelungen. Positiv auch, dass das bei einem Kaufsignal des MACD passierte. Das heißt, charttechnisch sieht es gar nicht schlecht aus, bis auf die Tatsache, dass eben die Bodenbildung als solche damit noch lange nicht vollendet ist. Man ist ein Stück näher gekommen, aber das ist es dann auch. Denn die entscheidenden Widerstände, die liegen zwischen 136,65 und 142,90. Diese Zone muss überwunden werden. Erst dann wäre der Weg nach oben erst einmal wieder frei. Das bedeutet, dieser positive Impuls ist nicht schlecht. Er ist charttechnisch gut und insofern auch für aggressive, kurzfristige Trader nutzbar, als dass man hier natürlich relativ enge Stop-Loss setzen könnte, indem man die knapp unter diese 20- und 200-Tage-Linie Supports legt, indem man da sagt, okay, bei 112,50 etwa könnte man einen Stop-Loss legen. Ist allerdings immer noch eine Menge Holz, also ist das wirklich nur was für risikofreudige Akteure, denn die Aktie ist ja wahnsinnig volatil. Aber wer weniger kurzfristig oder aggressiv agiert, der sollte in der Tat abwarten, bis diese Trendwendeformation als solche tatsächlich vollendet ist und warten damit auf Schlusskurse über 142,90. Dann wäre wirklich wieder Luft nach oben und das wäre dann eine Möglichkeit, sich den Einstieg zu überlegen. Bis dahin ist es eine Tradingchance, aber eben nicht mehr als das.
Soweit der Überblick über den Mittwoch. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was die EZB so treibt. Heute Mittag in der nächsten Ausgabe des Chartflash zum Halbzeitstand haben wir da noch nichts auf dem Tisch. Klar, die EZB meldet 13:45 Uhr, Pressekonferenz 14:30 Uhr, endet 15:30 Uhr. Zur Mittagszeit wissen wir also noch nichts, aber man könnte vielleicht schon mal absehen, ob da tatsächlich darauf gesetzt wird, dass die EZB was tut, sprich die Kurse mal im Vorfeld schon mal nach oben getrieben werden. Das würde im Prinzip dann das Risiko nur erhöhen. Den gesamten heutigen Donnerstag und damit auch das, was die EZB sagt und tut, das werden wir dann morgen früh sehen in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail am morgigen Freitag rechtzeitig vor 9 Uhr und damit rechtzeitig vor Handelsbeginn für Sie auf dem Schirm. Bis dahin schönen Donnerstag und machen Sie es gut.